überlegt, wie wir wohl Nazi-Propaganda im Maleralltag finden. Wir sind dann zielstrebig durch die Straßen gegangen und haben dann abgesucht. Wir mussten nicht lange suchen und sind sehr schnell fündig geworden. Es hat uns etwas überrascht, dass wir das nicht vorher wussten, denn diese Graffitis sind nicht erst seit gestern da und wir leben jeden Tag damit und sie sind uns nie besonders aufgefallen. Ich werde jetzt, es gibt verschiedene Beispiele für die Graffitis und ich werde sie erläutern. Es gibt einmal Graffitis, die als Werbung gemacht sind, als Werbung für Neonazis. Hier sieht man die Wörter Rasse und Nation und dazwischen ein Sonnenbad, ein Zeichen des Nationalsozialismus. Dies verdeutlicht die Ideologie der Nazis, denn eine Nation muss aus einer Rasse bestehen, um zu funktionieren. Um auf dieser Welt frei zurückzukommen, sieht man, dass sich heute doch relativ viel verändert hat. Heute sind kaum noch Leute der Meinung, dass eine Nation eine Rasse sein muss. Es ist vielmehr wichtig, dass es gleiche Interessen und gleiche Gesetzesvorstellungen gibt. Aber anscheinend hat sich nicht alles geändert, dass es immer noch Leute gibt, die der alten Ideologie folgen. Des Weiteren gibt es Graffiti, die als Hetze gegen Gegner gemeint ist. Einmal gegen politische Gegner, wie zum Beispiel die Antifa, also die antifaschistische Aktion, und dann auch gegen Ausländer zum Beispiel. Auch hier wird durch das Wort Vergasen Bezug genommen auf die Vernichtungslager. Besonders überrascht hat uns, dass es auch noch Antisemitismus in den Graffitis gibt. Da die Juden noch ein sehr kleiner Teil unserer Gesellschaft hier in Deutschland sind und die jüdische ein jüdisches Leben gar nicht mehr wahrnehmen im Mal, aber trotzdem noch Graffitis gegen Juden verwendet werden. Aber wie man hier sieht, muss ein Konflikt 3000 Kilometer weit von hier gefunden werden, um überhaupt etwas am jüdischen Leben zu kritisieren. Was aber uns der größte Schock für uns war, dass es Gruppen speziell im Mal gibt. Und das ist nicht nur eine Gruppe, sondern wir jetzt alleine drei Beispiele haben wir gefunden. Und das heißt, dass die Dimension groß ist.